Danke. Hat abgeschmackt. Aber der. Fuck ja. Max hat ja nicht. Nein! Last letzte, Pistole. Nice! Wir sind aufgestanden um 8:30 Uhr, hatten ein gemeinsames Frühstück. Mit dem Shuttle rübergefahren zum Astralis Nexus. Schön gesetup, alles ein bisschen Warm-up, haben dann ein bisschen geprackt, weil wir haben ja noch nicht so viel Zeit gehabt im Practice, deswegen müssen wir natürlich jede Chance nutzen, um noch ein bisschen reinzubekommen. Dementsprechend haben wir 2 oder 3 Pracks gespielt und dann ein bisschen was gegessen und dann ging die Office auch schon los. Flash über Land, Paul! Nein! Nice! Genau so, Alter. Schöne Runde. Gute Geschmack. Also eigentlich haben wir gegen Prezi das erste Game, hatten wir eigentlich die ganze Zeit unter Kontrolle. Genau so, Alter. Ich weiß gar nicht, was dann passiert ist. Wir lagen auf jeden Fall fett vorne, haben dann ein bisschen noch ein paar Runden weggetrollt. Genau, ein bisschen die Overtime. Ich hab Michi gern die Wand. Geh kurz piken, Michi. Geh mal kurz piken. Geh auf Leer, geh und Kilo. Lang hält mich. Noch einer. Muss gehen sein. Okay, wahrscheinlich. Michi, lang auch. Michi, Michi. Lang, nee, doch nicht. Kurz, Kev. Rechts, Ninja. Rechts, 6 plus. Nice! In Overtime 16-14 gewonnen oder so. Ja, man muss sagen, wir hätten das viel, viel früher closen müssen. Ich glaube, wir haben relativ hoch geführt. Wir wollen jetzt gewonnen. So ist es halt, wenn man neuen Spieler hat und ein paar neue Posis, ein paar neue Rollen, da kann es schon mal ein bisschen verrückt werden. Nach Prezi Rising ging es gegen Lilmix und ja, ich hatte es eben schon mal erwähnt, wir haben noch nicht so viel Practice-Zeit gehabt, dementsprechend steht der Map-Pool noch nicht so richtig. Und dann kamen halt auch Maps vor wie Mirage, wo wir jetzt noch nicht so viel Zeit investieren konnten. Mirage erstaunlicherweise geholt gegen sie, obwohl sie ihr Pick war und wir es noch nicht geprackt haben mit Simon. Also voll bisschen Puggy-mäßig reingegangen, also kaum Sachen besprochen, keine wirklichen Setups. Nice! Chill, chill, auf! Nice, Mann! Let's go! Lief sogar relativ gut dafür, dass wir es noch kaum gespielt hatten. Die will ich auch sehen, wenigstens. Die anderen beiden Maps, genau, hätten wir eigentlich nicht verlieren dürfen. Da müssen wir noch ein paar Sachen mit Simon besprechen. Wenn er noch frisch im Team ist, da fehlen noch ein paar Sachen und noch ein paar Schwierigkeiten, die wir im Moment haben. Aber dabei sind gerade zu fixen. Anubis und Ancient lief überhaupt nicht gut. Da hat wirklich einiges nicht gestimmt. Und ja, das hat auch ein bisschen auf die Stimmung gedrückt, weil dieselben Probleme immer wieder aufgetreten sind. Wir hatten jetzt nicht massenhaft Zeit, uns auf dem Setup einzuspielen. Andererseits gut haben wir natürlich mit Simon, unserem neuesten Spieler, schon irgendwo, es hört sich hart an, ein Fremdkörper einfach im Team im Moment. Und wir müssen einfach gucken, dass wir ihn schneller integriert bekommen in unser Spiel, in unser System. Ja, dann Decider-Match für den Spot auf dem Main-Event war dann gegen Prezi Rising. 3, 3, noch einer rechts ab. Montag und rechts ab, Pepe. 2 Guardian, Simon. Ich will Banana. Noch einer. Noch 2, Nice, letzte lang, beide lang, alle lang. Beide haben Leben. Okay, geht das? Ja, lang, ja, lang, ABP, ABP. Nice! Nice, Simon. Happy, Kevin! Nice! Paul! War dann auch relativ locker dafür, dass wir es noch nicht geprackt haben. Aber ja, wichtiger 2-0-Win. Wir sind jetzt fürs Main Event qualifiziert, das ist alles, was zählt, egal wie verrückt der Tag war. Und ja, mal gucken, kann man bestimmt drauf aufbauen in den nächsten Wochen.
Lukas, Statement zum Morgen. Bowl schmeckt lecker? Ja, super. Okay, wie fühlt sich das Team vor Match? Ich habe mit den anderen noch nicht so viel geredet. Frühstück verschlafen, deswegen muss die Bowl her. Ja, aber wird schon. Ich bin ein bisschen am Krachen. Der Benny Bremer weiß nicht, welche Map er picken möchte. Auch dritte Map, er weiß gerade nicht, welche Map wir spielen. Deswegen, er muss immer zu seinem Team fragen. Good luck, boys. That was a good deal. Wir haben Ancient gepickt, sie haben Mirage gepickt und Designer ist Inferno. Also haben beide Teams, glaube ich, nicht so mit gerechnet, aber könnte auf jeden Fall was werden. Was ist deine Meinung zu dem Veto? Ja, ist ein bisschen verrückt noch mit dem Mapool, mit einer Woche Practice, aber ja, mal gucken, wir machen das Beste draus. Are they going for it? Panics already with the opening kill. They're gonna get the shot onto Stown as well, so actually a really well-calculated round. Alternate, even though they have the man lead, they're not really panicking, they're not rushing to get the bomb planted. Here we go, second half pistol is live. Astralis rushing the bomb site, but the dualies are here, and actually, good headshots coming through. Goody again with a couple of kills, panics to close it out. If they lose, this is going to be Astralis map. Claim F for the first one through the smoke onto Goody. And no kits either. Oh, wow. They're really getting beat up. Step back in the saddle, picking up more kills. Freeze goes down next. Step 21 kills. Incredibly hard for Alternate attacks to win. He's gonna sit in the smoke. Paul finds him. Knife? Oh. They have an idea. They feel like he's in there. Looking for it, and it's Blamef to get the last one. And the defuse is coming in, and Astralis with a 14-3 victory. Da wir gestern gegen Astralis verloren haben, hatten wir heute das Early Game, also um 11 Uhr. Haben uns um 9 Uhr in der Lobby getroffen. Ich habe schon vorher gefrühstückt im Hotel, die anderen nicht. Die haben dann was bestellt zur Arena. Haben dann gesetupt, gewarmupt. Are you both happy for that? Rock, paper, scissors, best of three. I mean, I'm happy rock, paper, scissors. Best of three. Yeah? Best of three. Okay. Which hand are you using? And how do you do it? Like 1, 2, 3 or something? Yeah, 1, 2, 3. Yeah. Okay, best of three, okay? 1, 2, 3. Nice one. Wir haben wieder Mirage gepickt. Letztes Mal im Qualifier haben wir noch gegen sie gewonnen auf Mirage. Konnten wir heute nicht machen. Well, here we go. Alternate and Lil Mix. Trying to move forward. Sabreeze coming in on the flank, so him and Lumi need to talk together so that Lumi could be a little bit of a distraction here. And he's trying to do that. He's walking, making a lot of noise. They're going to triple team him, I think. About to peek him and Sabreeze. Just never put into play, unfortunately. Nice round out of Alternate, though. Surely they have the chance to plant the bomb now, the T side. They're really worried. Oh, the warband coming through. Orsay goes down, and now they are out of time. They had the man lead and running away. That is it. Ich weiß nicht, ob es daran lag, generell über das ganze Matchup, dass vielleicht das Early Game dem einen oder anderen nicht so gelegen hat, dass sie vielleicht noch müde waren, weil Kommunikation war auf jeden Fall nicht so gut wie sonst. Genau, wir haben ein paar Basic-Fehler gemacht. Ich weiß nicht, ob es daran lag, dass die Leute vielleicht noch nicht wach waren. Also ich glaube, da haben wir uns ein bisschen von unseren Emotionen so leiten lassen, weil wir alle, denke ich mal, relativ enttäuscht mit dem Mirage-Ergebnis waren. Weil das eigentlich ein Gegner ist, gegen den wir relativ entspannt gewinnen sollten. Haben wir in der Pause nochmal die Fehler angesprochen, dass die Leute jetzt aufwachen sollen und auf die Basics achten, gut reden, solche Sachen. Aber irgendwie haben wir das nicht so ganz so gut angenommen. Ja, haben ein paar Runden unlucky verloren und waren auch einfach da nicht ready. Deswegen das eindeutige Ergebnis.
Also das Turnier, denke ich, hat auf jeden Fall nur positive Sachen für uns hinterlassen, weil wir haben jetzt mal wieder LAN-Erfahrung gesammelt, ist immer gut. Mit neuem Spieler jetzt auch direkt, uns wurden direkt Fehler aufgezeigt, die wir haben. Ich denke, das wird ganz gut sein in Zukunft, dass wir da jetzt am Anfang, sag ich mal, so aufs Maul gefallen sind und so viele Basic-Fehler machen. Ich hoffe, dass wir das jetzt schnell fixen am Anfang des Jahres schon. Das ist so das Fazit von der LAN. Und wir haben gegen Astralis auf der Bühne gespielt mit geilem Publikum, auch wenn das Publikum alle für Astralis waren. Also ich generell lieb's zu reisen, so neue Städte zu besichtigen. Die Stadt auf jeden Fall sehr schön, war natürlich sehr kalt jetzt im Winter. Konnte man nicht ganz so viel draußen rumlaufen und die Stadt erkunden, aber das, was man gesehen hat, war schon sehr schön. Die Leute sehr nett, sehr modern alles. Für mich kommt es so rüber, als wären die hier schon ein bisschen weiter als wir in Deutschland, so was einige Sachen angeht. Aber war eine geile Erfahrung auf jeden Fall. Genau, man hat die Leute mal getroffen, von denen man immer nur auf T1-Turnieren sieht, ein Device, Blame F, so das sind Leute. Auf die man einfach aufschaut, so. Deswegen einfach cool gewesen, mal gegen die gespielt zu haben.